Das Vierteilen war eine der schrecklichsten und ekeligsten Hinrichtungsmethoden im Mittelalter. Denn bei dieser Hinrichtung wurden die Gliedmaßen durch Dehnen und Zerren vom Rumpf abgerissen. Das heißt, die beiden Arme sowie die beiden Beine. Meistens wurden Pferde hierfür genommen, außer in Japan, da wurden auch manchmal dafür Ochsen benutzt. Der Verurteilte hatte extreme, nicht auszuhaltende Schmerzen und starb relativ schnell. Nach wenigen Minuten an dem hohen Blutverlust, den er erleiden musste. Manchmal bei einer ganz besonders schweren Straftat wurde der Verurteilte erst noch vorher richtig gequält, bevor man ihn dann in Stücke zerriss. Man ließ die Pferde langsam, immer nur schrittweise nach vorne laufen. Und zwar so lange, bis die Arme und die Beine des Verurteilten extrem auf Spannung waren. Diese Schmerzen waren wohl kaum zu ertragen. In dieser Position blieb der Verurteilte manchmal stundenlang, bevor die Pferde den Klaps auf den Hintern begaben und ihn dann in vier oder fünf Teile zerrissen haben. Grausam.